Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, hallo liebe Lehrerinnen und liebe Lehrer. Ihr erkennt es wieder, das ist euer Schulhof von der Igelschule Lüneburg. Da vorne ist Herr Kremaik, euer Kontaktbeamter. Ich am Mikrofon heiße Martin Schwanitz, bin auch Polizeibeamter. Und Herr Kremaik und ich wollen euch eure Prüfstrecke jetzt zeigen. Auf dem Schulhof schieben wir, das sollte eigentlich Standard sein, das Fahrrad runter hier zur Dahlenburger Landstraße, schaut nach links und rechts, schiebt das Fahrrad auf den Radweg, macht hier nochmal einen Schulterblick links, Handzeichen links und wenn es frei ist, können wir losfahren. Zwei grundsätzliche Dinge will ich nochmal ansprechen. Also erstmal braucht ihr keine Angst haben. Auf der Radfahrprüfstrecke werden ganz viele Eltern stehen mit gelben oder orangenen Warnwesten und die werden euch im Notfall helfen, falls ihr mal nicht weiter wisst. Und ja, ihr wisst es, das haben wir euch gesagt, bitte denkt immer an den Schulterblick und an das Handzeichen. So, und wir radeln jetzt hier auf die erste Einmündung zu. Wir haben ja Vorfahrt und hier halte ich das Bild einmal an. Das ist nämlich eine Einmündung und an Einmündungen und Kreuzungen kann es zu Unfällen kommen, wenn Autofahrer nicht achtsam sind. Deshalb schaut bitte, wie hier dargestellt, nach rechts ordentlich rein und auch einmal nach links und stellt fest, dass die Autofahrer, Autofahrerinnen auch anhalten und euch nicht überfahren. Und seid bremsbereit. Und wenn nichts kommt oder wenn ihr seht, die bremsen alle für uns, dann könnt ihr natürlich locker weiterfahren. Aber schaut bitte, bitte immer auf die Autos, ob die auch wirklich anhalten. Und ja, bremsbereit sind wir natürlich immer. Wir nähern uns der nächsten Kreuzung zum Wacholderweg und hier wollen wir rechts abbiegen. Das heißt, wir machen einen Schulterblick nach rechts, Handzeichen rechts und biegen mit beiden Händen am Lenker nach rechts ab. Fahren hier an diesen geparkten Autos vorbei. Wenn eine größere Lücke ist wie hier, fahren wir da wieder rein und um da wieder rauszukommen, Schulterblick links, Handzeichen links. Das macht ihr immer bei größeren Lücken, bitte. Also hier nochmal Schulterblick links, Handzeichen links, um da wieder rauszukommen. Bei der nächsten Einmündung gilt rechts vor links. Deutlichen Blick nach rechts, bitte. Bremsbereit sein und wenn nichts kommt, kann ich weiterfahren. Okay, wir bereiten uns vor. Wir wollen bei der nächsten Möglichkeit links abbiegen. Das heißt, wir machen einen Schulterblick links. Ordnen uns hier ein. Wenn von vorne nichts kommt, nochmal Kontrollblick links. Und in einem großen, weiten Bogen abbiegen. Ja, da vorne wollen wir rechts abbiegen. Und ihr kennt das schon, Schulterblick rechts, Handzeichen rechts. Schaut doch nochmal nach links, ob euch die Vorfahrt gewährt wird. Und hier kommt nichts, das heißt, wir können hier rechts abbiegen. Da vorne wollen wir links abbiegen. Das heißt, wir machen Schulterblick links, Handzeichen links. Hier gilt rechts vor links. Und wenn von rechts nichts kommt, dann müsst ihr natürlich hingucken. Kontrollblick links und in einem großen, weiten Bogen abbiegen. Und dann fahrt ihr hier rechtsseitig der Fahrbahn, möglichst weit rechts, aber nicht zu doll rechts. Also rechts, ja, aber nicht so sehr am Bordstein. Fahrt hier lang. Hier wollen wir wieder rechts abbiegen, Schulterblick rechts, Handzeichen rechts. Schaut mal nach links. Hier gilt ja rechts vor links und wir haben Vorfahrt. Und dann könnt ihr hier rechts abbiegen. An der nächsten Einmündung gilt rechts vor links. Bremsbereit sein. Nach rechts gucken. Wenn nichts kommt, können wir weiterfahren. Wenn was kommt, natürlich anhalten, Vorfahrt gewähren. Das sollte klar sein. Und hier wollen wir bei der nächsten Einmündung rechts rum, Schulterblick rechts, Handzeichen rechts und nach rechts abbiegen. Da vorne möchte Herr Kremaik eine Radfahrerin überholen und das ist so ähnlich wie an einem Hindernis vorbeifahren. Das heißt, wir machen einen Schulterblick links, wir geben ein Handzeichen links. Und wenn nichts kommt, im großen Abstand vorbeifahren und hier wieder Schulterblick rechts, Handzeichen rechts
um rechtzeitig der Fahrbahn weiterzufahren. Da vorne wollen wir links abbiegen, Schulterblick links, Handzeichen links, ordnen uns etwas ein und wir schauen hier nach rechts, hier gilt rechts vor links. Und wenn nichts kommt, nochmal Kontrollblick nach links und nach links abbiegen. Da vorne kommt schon die Blieke der Landstraße. Da wollen wir rechts auf den Radweg rauffahren. Also Schulterblick rechts, Handzeichen rechts. Wir müssen die Vorfahrt beachten. Schaut bitte nach links, ob da welche kommen und gern auch nach rechts. Und wenn alles frei ist auf diesem Radweg, könnt ihr hier rauffahren. Im Kreisverkehr, jetzt sind wir im Kreisverkehr, wollen wir hier rechts abbiegen. Schulterblick rechts, Handzeichen rechts. Und hier, ich halte das Bild mal an, wollen wir auf die Fahrbahn. Deutlicher Schulterblick nach links, bitte, ganz deutlich. Und erst, wenn nichts kommt, dürfen wir hier rauffahren. Wir müssen hier die Vorfahrt beachten, bevor wir auf die Fahrbahn fahren. Also bitte nach dem Kreisverkehr deutlichen Schulterblick nach links, notfalls anhalten und erst dann fahren wir hier weiter. Ja, und wir fahren hier natürlich auf der Fahrbahn, wo die Autos auch fahren, denn rechts von uns ist kein Radweg. Der ist nicht als Radweg gekennzeichnet oder beschildert. Das ist ein Gehweg rechtzeitig. Und diese Fläche ist für Fußgänger, Fußgängerinnen da. Und das habt ihr auch gelernt während der theoretischen Ausbildung. Man darf nur auf dem Gehweg fahren, wenn man noch keine 10 Jahre alt ist. Und wir wollen ja, ihr kommt ja jetzt in die weiterführende Schule und ihr seid schon 10 oder werdet 10, so üben, als wenn ihr schon 10 oder älter seid. Ja, auf dieser Straße haben wir hier Vorfahrt. Die nächsten Schilder, die zeigen das. Die zeigen Vorfahrt an der nächsten Einmündung oder Kreuzung. Das ist dieses Schild mit dem schwarzen Pfeil nach vorne, diese Rakete hier. Wir fahren weiter auf dieser Straße. Die Straße heißt übrigens Stadtkoppel. Hier kommt die Einmündung zur Walter Böttcher Straße. Hier haben wir auch Vorfahrt. Und bei der nächsten Einmündung wollen wir nach rechts abbiegen. Das heißt, wir machen einen Schulterblick rechts, wir geben ein Handzeichen rechts und dann könnt ihr rechts abbiegen. Rechtzeitig, die Straße heißt übrigens auch Stadtkoppel. So, Schulterblick rechts, Handzeichen rechts und dann fahrt ihr hier rum. Da vorne, wo das orangene Haus ist, da wollen wir rechts rein. Und wir machen vorher einen Schulterblick rechts, geben ein Handzeichen rechts, um zu zeigen, dass wir hier abbiegen. Das macht Herr Krämer jetzt. Ja, und dann könnt ihr hier auf diese Fläche rauffahren. Ab hier müsst ihr aber absteigen und schieben, denn hier ist ein Gehweg. Und ja, Gehwege sind für Fußgänger da. Das Praktische ist aber, dass ich als Radfahrender jederzeit absteigen kann und wenn ich das Fahrrad schiebe, bin ich Fußgänger. Da vorne, hier schieben wir auf diesem Verbindungsweg, da vorne seht ihr eure Schule schon. Also wir haben es gleich geschafft. Hier bei diesem Wendekreis könnt ihr auf das Fahrrad aufsteigen. Ihr seht, dass nichts kommt. Und dann könnt ihr hier weiterfahren. Schulterblick links wäre natürlich auch nochmal schön. Und da vorne wollen wir rechts abbiegen. Ihr seht das Schild Vorfahrt beachten. Wir machen einen Schulterblick rechts, geben ein Handzeichen rechts. Bitte deutlich nach links gucken. Deutlich nach links gucken. Vorfahrt beachten. Und wenn nichts kommt, auf dem Radweg weiter. Und da vorne wollen wir auf das Schulgelände rauf. Schulterblick rechts, Handzeichen rechts. Und auf dem Schulhof könnt ihr absteigen. Uns hat es Spaß gemacht, euch die Radfahrprüfstrecke zu zeigen. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure Lehrerin oder euren Lehrer. Viel Erfolg bei der praktischen Prüfung.